Hallo Leute, ich baue im Moment relativ viele Schneidebretter, weil das mir Spaß macht und das schön ist. Bei den ganzen Schneidebrettern ist aber eine Sache, die mich die ganze Zeit so ein bisschen nervt. Ich werde euch mal an der Maschine zeigen, worum es halt eben geht. Und zwar soll es heute um den Kantenschleifer gehen. Ein Kantenschleifer ist eine richtig feine Sache, gerade bei Massivholz, weil man hier dran sehr, sehr schnell und effektiv schleifen kann. Und vor allen Dingen kann man in Faserverlauf schleifen, wenn man zum Beispiel so einen Stuhlkantel oder vom Schreibtischgestell das Holz schleift, dann kann man das hier dran sehr, sehr gut schleifen. Ich benutze ihn auch eigentlich mittlerweile bei fast jedem Projekt. Ist eine tolle Maschine. Wenn ihr noch keine habt und ihr habt noch Platz bei euch in der Werkstatt, wäre das die Maschine, die ich mir tatsächlich zulegen würde. Also wir haben hier ein Brett, haben hier eine sägeraue Kante, die wollen wir schleifen. Wir legen das Holz hier bei laufender Maschine natürlich an den Kantenschleifer an, schieben es langsam nach vorne, haben die Kante schön geschliffen. So viel erstmal dazu. Wichtig, das ist nicht der Schleifgang, beziehungsweise das ist nicht der finale Schleifgang jetzt bei diesen Stirnholzschneidebrettern. Darum soll es jetzt nicht gehen. Die werden danach noch ein bisschen weiter geschliffen, damit sie halt eben noch ein bisschen besser von der Haptik und generell sind. Also so kann man die Kanten hier in der Maschine hier sehr, sehr gut schleifen. Ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich auch die Fasen, das heißt hier um das Brett herum ist jeweils eine Phase, dass ich die auch hier im Kantenschleifer geschliffen habe und habe das Brett auch ähnlich von hinten nach vorne vorbeigezogen. Warum baue ich mir jetzt hier, weil um die Vorrichtung geht es heute, warum baue ich mir jetzt hier nicht eine Vorrichtung, dass ich das einfach von oben rauflege und das halt eben dann schon war. Der Kantenschleifer hier ist etwas ausgeschliffen. Das bedeutet hier an der Stelle, wenn man viel schleift, dann merkt man das irgendwann. Dann hat man hier eine leichte Delle im Holz und hat hier im Prinzip einen Hochpunkt. Solange man immer von hinten nach vorne das ganze Schleifbrett hier gleichmäßig benutzt, dann ist es keine Rolle. Und wenn man jetzt ein Brett nimmt und drückt einfach nur so hier dagegen, drückt und zieht es da nochmal nach hinten, dann haben wir ein ungleichmäßiges Schleifbild, speziell bei dem Tellerschleifer, bei dem Kantenschleifer. Deswegen habe ich auch hier keinen 90-Grad-Anschlag, dass ich das Brett hier hinten dagegen drücke und dann hier dagegen drücke, weil das hier an der Maschine nicht gut funktioniert. Es ist eine alte Maschine, die ist schon gut gebraucht. Genau, so viel dazu. Deswegen baue ich mir auch keine Vorrichtung, dass ich das Brett einfach nur so dagegen drücke, weil das Band hier auch teilweise minimal vom Schleifbett absteht. Hinten dran ist extra so eine Gleitauflage. Wenn die viel geschliffen werden, dann verschleift man die irgendwann so ein bisschen. Wie gesagt, hier, wo man merkt, dass man immer viel geschliffen hat, dort ist halt entsprechend mehr oder weniger Luft unter dem Schleifband. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir das Holz dagegen drücken, dann drücken wir das Schleifpapier gegen hinten die Auflage. Wir schleifen das Ganze. Wenn wir jetzt das Holz nicht mehr dagegen drücken, dann schleift sich das Schleifpapier wieder in diese freie Stellung, da wo es halt eben hier so ein bisschen Luft jetzt hat und die Phase wird ungleichmäßig geschliffen. Das bedeutet, das muss immer ein bisschen gleichmäßig Bewegung hier an dem Band sein, damit es gut schleift. Einfach nur kurz dagegen halten, funktioniert nicht. Wenn man hier so eine Phase an der Seite schleift und man hält die hier dagegen, das Ganze lässt man schleifen oder die Maschine schleift das Ganze weg und ich drücke das Holz nur auf den Tisch, ohne es jetzt noch zu bewegen, dann merkt man später an der Phase, dass die minimal weiter hier reingeschliffen ist. An den Kanten hier fällt es nicht so wirklich auf, weil das so ein Arbeitsgang ist. Da erkennt man sowieso, wenn man später fertig geschliffen hat, einen großen Unterschied. Nee. Aber das ist der Grund, warum das hier nicht funktioniert. Kurz dran halten, da werden die Phasen nämlich ungleichmäßig. Also, wir werden uns heute einen Jig bauen. Habe ich schon richtig lange mir gemacht. Ich habe festgestellt, wenn alle Maschinen so richtig wie aus einer Schreinerei sind, dann braucht man tendenziell weniger Jigs. Weil wann habe ich den letzten Jig gebaut? Die letzte Vorrichtung. Hier werden wir... Fuck, ey, wie dumm muss man sein. Hier werden wir heute eine Vorrichtung bauen, dass wir unser Stirnholzschneidebrett hier vorbeischieben können und die Schleife halt hier mit der Rundung die Phase reinschleifen. Ich weiß nicht genau, wie viel ich filmen werde von diesem Bauprozess, weil das kein schöner Bauprozess ist und es einfach im Prinzip blöde Multiplex-Teile sind, die irgendwie miteinander verschraubt werden. Ich werde ein bisschen was filmen beim Bauen und später werde ich auf jeden Fall zeigen, wie gut das funktioniert, beim Schleifen vor allen Dingen. Denn darauf kommt es nämlich an. Peng, let's go!
jetzt hier mal so einen Auflagetisch. Der wird später ungefähr so hier an diesem runden Teil der Schleifwalze sein. Und damit ich jetzt weiß, in welcher Höhe das Ganze positioniert wird, weil ich will es vielleicht so sogar machen, dass man es ein bisschen einstellen kann, dass man die Phase einstellen kann, werde ich jetzt erstmal freier Hand hier so ein bisschen die 45 Grad Phase reinschleifen, damit ich ungefähr weiß, wo ich hier mit dem Teil an der Schleifwalze bin, damit ich halt eben das Ganze in der Höhe richtig positioniere. Ist ein bisschen schwer, irgendwie das Ganze auszurechnen oder was auch immer, da bin ich jetzt nicht dafür. Deswegen werden wir es einfach freier Hand einmal anschleifen, damit wir schauen, wo wir hinkommen. Und weil hier oben die Absaugung derzeit richtig schlecht ist, weil die nicht dafür gebaut ist, hier oben viel zu schleifen, werden wir das Ganze mit einer Staubschutzmaske machen, weil hier ist kein Anschluss für die Absaugung. Das wird noch nachträglich drankommen. Kennt ihr das? Also bei so manchen Projekten, da habe ich teilweise so einen großen Knoten im Kopf. Ich habe jetzt hier diese Phase ein ganz klein bisschen angeschliffen, damit ich oben meine Phase anschleifen kann. Das ist natürlich kompletter Käse, denn hier kommt ja noch mein Anschlag dran. Das bedeutet, ich muss hier diese Phase jetzt bis hier vorne hinschleifen, damit ich halt eben dort meine Phase habe, weil das hier halt eben mein Anschlag ist. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr auch manchmal so ein bisschen auf dem Schlauch steht. Das passiert mir tatsächlich öfters als gedacht. Ich werde jetzt aber hier die Leisten ein bisschen runterschneiden, damit ich nicht so viel reinschleifen muss. Ich denke, das macht Sinn. Ach! Denkfehler. Ah, es geht ja. Ah. Bei kein Fehler, Vorteil, würde ich sagen, oder? Boah, Alter, das ist nicht so meins, das du. Wir schneiden eine Nut. Wir kommen der Sache langsam näher. Jetzt müssen wir das Ganze hier wieder von Hand draufdrücken. Die Vorrichtung ist fertig. Wir werden jetzt mal ein paar Sippo-Stirnholz. Oh Mann, das ist schon wieder rum. Das sammelt sich im Moment aber immer in der Linse. Die Vorrichtung ist fertig. Wir werden jetzt mal ein paar Schneidebretter schleifen, damit ihr seht, wie gut das Ganze funktioniert. Also, das hier sind jetzt fertig, also komplett fertig geschliffene Stirnholzschneidebretter aus Sippo-Holz. Und ja, die fühlen sich jetzt schon sehr, sehr schön in der Hand an. Und genau, die werden jetzt noch geölt, das werde ich euch jetzt noch zeigen. Da seht ihr mal wieder, wie das Holz geölt aussieht. Wie gesagt, das hier gefällt mir eigentlich sogar mit am besten. Genau, und damit legen wir jetzt los. Falls sich jemand fragt, ob ich den Hordenwagen übrigens noch benutze, ja, ich benutze ihn noch. Und der wird auch tatsächlich sehr, sehr viel benutzt. Gerade Schneidebrettern, die jetzt noch nicht fertig sind, die noch auf den nächsten Schritt warten müssen, wo ich aber dann sage, okay, das sind jetzt nur zwei Bretter, da muss ich jetzt nicht anfangen, komplett alles von vorne bis hinten fertig zu machen, weil es sich nicht lohnt bei zwei einzelnen. Da werden die auch teilweise zwischengebunkert. Also mega tolles Projekt. Da würde ich sagen, nehmen wir uns mal so ein Sippo-Stirnholz-Schneidebrett und ölen es mal.
Mega sieht das aus. Die Stirnöl-Schneidebretter sind fertig. Ich bin mega happy, wie sie geworden sind. Sippo-Stirnöl-Schneidebretter fertig geölt, fertig für die Küche. Da kommen natürlich noch Gummifüße drunter, damit sie schön rutschfest in der Küche stehen. Und genau, mir gefällt es halt, wie gesagt, sehr, sehr gut. Was aber auch daran geschuldet ist, dass man es sehr gut bearbeiten kann. Ja, hat dazu noch eine schön dunkle Optik. Richtig feine Sache. Wenn ihr Lust auf so ein Stirnöl-Schneidebrett habt, dann könnt ihr euch hier ein Unikat sichern. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da gelangt ihr dann auf die Webseite, wo ihr auch noch übrigens viele, viele weitere Varianten finden werdet. Ey Leute, ich hätte nicht gedacht, dass diese simple Vorrichtung hier so viel ausmacht. Also es ist Minimalmaterial, was wir hier wegschleifen ja nur, aber das ist oftmals so das dann gewesen, was halt eben viel Arbeit verursacht hat. Wenn ihr auch einen Kantenschleifer habt oder vielleicht einen Spindelschleifer und ihr müsst viele Phasen schleifen, dann ist das hier bestimmt auch eine gute Vorrichtung für euch, um das Ganze halt eben nachzubauen. Das soll es für heute gewesen sein. Endlich keine Phasen mehr von Handschleifen oder irgendwie anders. Mit der Vorrichtung hier geht es ein gutes Stück besser.